Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Rogue Part 6. Es tut mir leid, dass ihr vorhin gerade eben so bekloppt war. Dass es jetzt nur so ein kurzer Part war, der fünfte. Das tut mir echt leid, sorry, wirklich. Das war keine Absicht und auch kein Ding von mir gewesen. Keine Absicht. Das hat irgendwie jetzt wieder so dämlich unterbrochen. Ich werde natürlich alle meine Ausrüstung da einsetzen, das ist klar. Aber das hat einfach hier irgendwie so dämlich mein Ding unterbrochen. Meine Aufnahme. Und dafür muss ich mich nochmal herzlich entschuldigen, sorry. Das sollte eigentlich keine 5 Minuten werden. Ich wollte den Part eigentlich da noch rausschmeißen. Und ihr habt da nur ein bisschen die Kämpfe verpasst. Ihr habt die Totenwachen gesehen. Und hat dann da so auch die Luftattentate habt ihr verpasst. Mehr auch nicht. Und ja. Wow. Das war knapp. Gut gemacht, Shay. Hast du gut gemacht, Shay. Wollen wir mal gucken. Ich hoffe, dass es diesmal nicht nochmal unterbricht. Weil sonst, wenn es jetzt nochmal unterbricht, dann flippe ich echt aus. Weil das nervt mich gerade selber ein bisschen. Es tut mir auch herzlich dafür leid, wirklich, Leute. Sorry. Der andere wird natürlich, die werden jetzt, natürlich kriegen die jetzt ihre normale Aufnahmegröße. Aber für die Unterbrechung gerade eben, das tut mir jetzt echt leid, dass es das Scheißding wieder unterbrochen hat. Dafür tut es mir echt leid, dass es den Mist gerade wieder unterbrochen hat. Das sollte eigentlich nicht passieren. Hey, warte mal, da könnte ich mir die gerade doch... Warte mal. Geh da rein, genau. Und Luftattentat. Das. Machen wir hier Luftattentat, dass ihr das jetzt dann jetzt bekommt auf dem Dings, auf dem Ganzen. Aber das eben war gerade ein großer Blödsinn gerade eben. Dass das jetzt mich einfach so in der Aufnahme unterbrochen hat. Ja. Die krieg ich doch gar nicht, oder doch? Ha, mitten durch den Baum durch, geil. Ja, jetzt heißt es, gibt's ja Gemetzel, dass ihr ein bisschen was am Gemetzel sieht hier. Ich kämpfe mit Schwert und Dolch gleichzeitig, das ist der Hauptschritt. Ciao. Bam, bam. So, jetzt habt ihr noch ein kleines bisschen Gemetzel gesehen dadurch. So, jetzt stelle ich da alles zurück, weil ich habe das ungern, wenn es bei mir dann nicht so eingestellt ist, wie ich es möchte. Und diesmal laufen wir nochmal noch einmal so eine Unterbrechung, Alter. Dann flippe ich echt aus heute. Weil das kann ich jetzt nicht gebrauchen, ey. Meine Güte, ey. Ich will nicht, dass es dann wegen so einer Unterbrechung dann dauernd so kurze Parts gibt, ey. Da habe ich auch keine Lust drauf. Deswegen, jetzt habe ich das mit dem fünften Konzert nochmal starten. Deswegen, ich hätte es gerne nochmal gestartet neu, aber gab nichts zum neu starten. Deswegen müsste ich es jetzt von da aufnehmen, wie ihr es gerade gesehen habt, als den 6., dass der 5. so kurz war. Und jetzt halt der 6. halt so jetzt. Deswegen, echt wirklich, sorry, wirklich. Tut mir leid, Leute, wirklich. Mich regt es und nervt es auch, aber das kennt ihr wahrscheinlich selber, wenn ihr das kennt ihr wahrscheinlich dann selber, wenn bei euch irgendwie jetzt irgendwas anfängt zu so dämlich rumzuspacken, wenn dann irgendwas bei euch nicht funktionieren will, wenn irgendwas ist in der Aufnahme. Das müsstet ihr eigentlich normalerweise auch kennen. So, schnell synchronisieren, dass wir das weg haben, weil was mir gerade aufgefallen ist, hier klappt es mit Shay einfach besser wie auf der PlayStation 3. Ich glaube, da haben sie diese Bugs oder was ähnlich.
rausgemacht oder rausgeschmissen wie im Vorgänger. Ja. Okay. Los, Shay, jetzt schnell hoch mit dir, komm. Leute, alles Gute kommt nämlich jetzt von oben. Ciao. So, dass ihr noch ein paar Doppel, dass ihr nicht nur eins hier seht, sondern auch ein paar Doppelattentate hier von Doppelluftattentate, weil das wäre ja blöd, wenn ihr da das, was ihr vorhin verpasst habt, dass ich das jetzt nicht damit nachhole. Dass ihr dann da jetzt doof dasteht, dass ihr nicht wisst, was passiert ist. Aber so in der Sache ist es passiert halt. Wow. Nein. Vergiss das, Freundchen. Wow, wie viele sind... Hä, die können mich doch gar nicht sehen, ich Trottel. Was geht denn hier denn ab? Was ist denn hier mit Luftattentat? Bam! So, wie man den hier schnell wegholt, hier den kleinen Mann hier. Schnell die Truhe. Kann er nicht hoch, egal, kein Problem, alles gut. Na, wo dann hier hoch? Kannst du hier nicht hoch, mein Freund? Was ist denn los, Shay? Dann eben hier hoch. So. Irgendwo sind auch noch so ein paar Heimis, kann das sein? Wo hätte ich Probleme machen, oder? Ah. Schön, dass du schön am Heuhaufen stehst. Und das nicht mitbekommst. Alter. Erledigt mit Luftattentat. Na also, jetzt klappt es schon besser. Aber ich will jetzt lieber nicht den Teufel an die Wand malen, sonst ist nicht, dass es dann wieder das Problem war, aber das war nur einmal und dürfte jetzt nicht nochmal passieren. Und gespart hat es das jetzt auch, Gott sei Dank. Yes! Oh, keine Ahnung, in meine Richtung geflogen, geil! Gerade noch ein bisschen Tempo gegeben. Wow! Neue Rüstung und Waffen werden wir uns alles noch kaufen, das ist nicht das Problem. Wir werden uns die ganzen Sachen alles noch kaufen damit. So. Wir lassen die armen Trottel schon mal in Ruhe. Lass mal kurz hier. Das tat auch weh, Alter. Ich schnapp mich Trottel einfach von hinten. So, dann hab's mir jetzt von hinten weggeholt. Dass sie nicht nur Luftattentate sieht, auch mal sowas. Ha. Perfekt. Gut. Was kann man hier noch alles machen? Cool, dann gehen wir noch gleich, wenn wir hier schon sind, gehen wir noch nicht zur Hauptmission. Dann werden wir hier gleich mal zur Jagd gehen gleich. Dann gehen wir gleich mal auf die Jagd. So, dann will ich mal gucken, kommen wir da hoch? Ja. Ah, deswegen ist er da vorhin nicht hochgekommen, alles klar. Hoch mit dir, Shay, komm. Vielleicht haben wir einen Freund. Da hinten. So, jetzt schnell hier rüber. So. Ui, halt dich fest, Shay. Guck mal hier. Ach, da hinten jetzt was. So. Da kommst du nicht hoch? Okay, ist alles kein Problem. Alles gut, Shay, kein Problem. So, das machst du super. Lauf. Hab's. So,
Dann gehen wir mal ein bisschen auf die Tonsammler. Gehen wir auf eine klassische Tierjagd. Wo ist der Heini? Ach, da hinten ist er. So, nochmal eine kleine Runde ins Gebüsch ziehen hier. Nein! Den Falschen! Wir haben den Falschen ins Gebüsch gezogen, leck mich doch. Warum muss er für den tut's mir gerade leid, dass ich den Falschen ins Gebüsch gezogen habe. Dafür tut's mir gerade leid. Wie konnte mich so ein Scheiß gerade passieren? Nein. Ach nee. So ein Mist. Sorry. Der Arme sollte nicht dran glauben. Okay. Ach, der ist hier. Okay. Halt. Ja, komm doch. Komm schon schnell. Hm. Hey, hold a moment, Kirk. Nö, nö, lieber nicht. Auf. Wo willst du hin, Alter? Schuss. So, komm her. Masken hier. Wir sterben. Also sowas. Du hast doch einen Knall, Alter. Ihr habt doch alle einen Knall. Komm mal her, Nadaba. Habt ihr das gerade gesehen eben? Doppelkill aus dem Heuhaufen. Der hat's nicht mal gekommen, dass ich seinen Partner erledigt habe. Und stoche da drin rum. Und dann kriege ich den reinzuziehen. Alter, das geht bei dem ab. Ja. Und nochmal ein Doppelhunter. Bam. So, gebt mir mal eure Kohle her. Kann ich gut gebrauchen. So, dann wollen wir mal hier markieren. Das Hammer. Dann erstmal hier rüber. Dass wir hier ein bisschen was frei bekommen. So. Los, hoch mit dir, Shay. Perfekt. Ja. Ach so, das ist da oben jetzt. Ernsthaft? Hallo, Bauer. Das ist jetzt nicht euer Ernst gerade hier. Wie, oder was? Hier oben? Hallo? Gut, dann beenden wir jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis gleich.